Hinter der Scheibe. Reizvoller Pinkelnotvoyeurismus. Der attraktive Bewerber muss während des Vorstellungsgesprächs äußerst dringend zur Toilette. Seine schlimmer werdende Pinkelnot wird heimlich von außen durch die Scheibe des Besprechungsraums beobachtet und sorgt für reichlich Feuchtigkeit im Slip der jungen Mitarbeiterin des Unternehmens. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage edition-aurum.de.